Gütiger Gott! Ihr Insider, wolltet ihr nicht schon immer mal in der Zeit reisen? Ein Glück gibt es das Premium-Abo bei PlayStation Plus. Damit könnt ihr die größten Klassiker nachholen. Und es werden immer mehr. Ihr habt schon PlayStation Plus Premium und wollt wissen, was ihr spielen solltet? Oder ihr braucht einfach noch ein paar Argumente für das Abo-Upgrade? Dann seid ihr hier genau richtig. Also ab in den DeLorean, diesem Video einen Daumen hoch gegeben und den Flux-Kompensator auf 1.21 Gigawatt gestellt. Denn wir machen heute eine Zeitreise, Marty. Willkommen im Jahr 2281 und die Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Rund 200 Jahre nach der Atomkatastrophe ist von der ehemaligen Metropole Las Vegas, die inzwischen zu einem eigenen Bundesstaat mit dem Namen New Vegas wurde, nicht mehr viel übrig. Das heißt aber nicht, dass man nicht immer noch eine ganze Menge Spaß in der Unterhaltungshauptstadt der Welt haben kann. Fallout New Vegas ist der einzige Fallout-Teil der PS3-Ära, der nicht von den Elder Scrolls-Veteranen bei Bethesda entwickelt wurde. Stattdessen haben sich die Rollenspielexperten von Obsidian an das prestigeträchtige Franchise gewagt. Und das merkt man auch. Die Action-Rollenspielwaage schlägt bei New Vegas deutlich mehr Richtung Rollenspiel aus, als das noch bei Fallout 3 und vor allem Fallout 4 der Fall war. Leider gab es ja nach Fallout 4 keinen weiteren Ableger der Reihe mehr. Nicht wahr? Die toll geschriebenen Dialoge, ausgefallenen Quests und spannenden Fraktionen sorgen dafür, dass wir das Vegas-Abenteuer sogar etwas lieber mögen als Bethesdas Ableger. Ultimativ ist das aber Geschmackssache. Aber klar, wir wissen auch, dass das Ödland als Szenario jetzt nicht so unfassbar ansprechend klingt. Aber vertraut uns einmal. Kaum eine Spielwelt ist so ausgeklügelt und mit interessanten Figuren und Geheimnissen gespickt wie New Vegas. Und eventuell gibt's da draußen ja doch noch so ganz kleine Fritz Meinekes, die unbedingt ihre eigene Staffel 7 vs. Wild Apocalypse Edition nachstellen wollen. Dafür gibt es jetzt den Hardcore-Modus. Da müsst ihr nicht mehr nur noch auf wild gewordene Tiere, Menschen mit Maschinenpistolen und radioaktive Strahlung achten, sondern auch noch auf Hunger, Durst und Müdigkeit. Na, wenn sonst nichts ist. Ja, das ist ja richtig Arbeit. Solltet ihr euch für Fallout New Vegas entscheiden und das Ödland erkunden, dann haltet immer schön die Augen offen. Manchmal findet man Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ta 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 ta. Okay, also so lange ist nun auch wieder nicht her. Genauer gesagt reden wir vom Jahr 2008. Damals waren wir als Fan der Sternensaga noch lange nicht so verwöhnt, was Content aus der weit entfernten Galaxis angeht. Umso mehr waren wir überrascht, als da plötzlich ein richtig spaßiges Einzelspielabenteuer aus dem Hause LucasArts den Hyperraumsprung in unsere Wohnzimmer machte. Mr. Jar Jar Binks, Mr. Your Humble Servant! In Star Wars The Force Unleashed schlüpfen wir in die Haut des Lehrlings von Darth Vader, nämlich dem Sith-Schüler Starkiller. Der ist heute allerdings nicht mehr offizieller Teil der Star Wars-Geschichte. Wir gehören also zu den Bösen? Ja, das habt ihr schon richtig verstanden. Und wir machen auch nichts Geringeres, als für Vader die wenigen Jedis, die noch in der Galaxis versprenkelt sind, zu jagen. Ihr jagt Jedi. Da kann sich Karl Kestis glücklich schätzen, dass es nur die Inquisitoren und nicht wir mit unserer besonders coolen Lichtschwerthaltung waren, die er in Jedi Fallen Order bekämpfen musste. Sowieso sollte man anerkennen, wie sehr The Force Unleashed den Weg für Jedi Fallen Order ebnete. Dabei entlehnt sich Starkiller seinen akrobatischen Aktionen eher bei Hack-and-Slash-Klassikern wie Devil May Cry oder eben God of War. Wobei sich Karl Kestis eher bei den Freunden von From Software und den Souls-Spielen inspirieren ließ. Beide Titel haben sich also von zeitgemäßen Vorbildern ein bisschen was abgeschaut. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir heute keinen Fallen Order hätten, wenn wir nicht zuvor Starkillers Geschichte erlebt hätten. Danke, Lord Vader. Und ohne diese zu spoilen, wollen wir übrigens anmerken, dass es nicht nur bei der monotonen Jedi-Jagd bleibt. Ihr werdet noch viele Gesichter der Filme treffen und viele spannende Orte besuchen dürfen. Was jedoch The Force Unleashed herausstechen lässt, ist die namensgebende Macht. Noch nie zuvor und auch im Grunde danach nie wieder hat es so viel Spaß gemacht, ein Machtbegabter zu sein. Ob nun Machtblitz, Lichtschwertwurf oder Machtgriff. Die Sturmtruppen sind euer Spielplatz und ausnahmsweise ist Austoben ausdrücklich erlaubt. So langsam haben wir aber echt genug von der unendlichen Leere des Weltraums. Steigen wir also in die Rogue Shadow und schauen, wohin uns der Wind so treibt. Wieso in Gottes Namen ist die Rogue Shadow plötzlich ein Taxi? Und was machen wir in den 30er Jahren? Na gut, ist zumindest mal eine Abwechslung zu all dem ganzen Stress im Weltall. Dann drehen wir am besten mal ein paar Runden hier und... Los! Komm schon! Wohin? Irgendwohin!
Schnell! Okay, also das mit dem ruhigen Taxifahren wird wohl leider nichts. Aber dafür könnt ihr mit Mafia Definitive Edition nicht nur einen der Klassiker der PS2-Ära nachholen, ihr könnt sogar die beeindruckende Grafik der Definitive Edition genießen. Die Geschichte ist dabei zeitlos. Ein kleiner, ehrlicher Taxifahrer in New Haven, einer fiktiven amerikanischen Großstadt, wird über ungünstige Umstände in den Krieg zweier verfeindeter Mafia-Familien hineingezogen. Ihr arbeitet dabei für Don Salieri und zumeist mit seinen leicht trotteligen Handlangern Paulie und Sam. Doch genau die machen den Charme dieses Spiels aus. Über den Verlauf der Geschichte wachsen euch die beiden Nasen so richtig ans Herz, was den Climax dann umso berührender macht. Und wenn wir schon beim Climax sind, selbst heute haben wir noch ein Kloß im Hals, wenn wir an das Ende denken. Oh Mann, dieses Ende. Dabei erfindet Mafia das Genre nun wirklich nicht neu. Und wer hier jetzt Storytelling auf der Party-Niveau erwartet, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Doch das ist alles nicht schlimm, denn Mafia macht das Ganze mit Herz wieder wett. Die Open World erreicht dabei zwar weder in der Größe noch in der Varianz die Höhen von GTA, ist dafür aber ebenso wunderschön und dient eher als Rahmen für die lineare Geschichte. Das kann man nun kritisieren, sollte man aber nicht unbedingt. Denn wir finden es gut, dass nicht jedes Open World Spiel schlussendlich versucht, GTA zu imitieren. Mafia geht seinen eigenen, ganz speziellen Weg und das ist super so. Welcome to the family. Unser Weg sollte jetzt auch wieder nach Hause gehen, also ein letztes Mal in die Zeitmaschine. Ziel: Wohnzimmer. Jahr 2022. Warte, da stimmt irgendwas nicht. Das ist definitiv nicht mein Wohnzimmer. Das ist das Kinderzimmer. Oh nein, da hängt ja noch das Backstreet Boys Poster an der Wand. Oh, wir sind in den 90ern. Aber das wiederum heißt Tekken 2. Wir wollen echt nicht darüber reden, wie viel Zeit wir in unserer Kindheit mit Tekken 2, naja, manche würden sagen verschwendet, wir würden sagen genossen haben. Statt zu lernen oder Hausarbeit zu machen, haben wir uns lieber mit Kazuya und dem wunderbar abgefahrenen King geprügelt. Und ja, der Zahn der Zeit hat schon ziemlich krass an der Optik genagt, aber vertraut uns, Tekken 2 spielt sich auch heute noch fantastisch. Tatsächlich können sich so manche moderne Prügler was an der knackscharfen Steuerung von Tekken 2 abschauen. Und mal ehrlich, findet ihr nicht auch, dass diese schön knubbelige Polygonoptik etwas Wunderschönes hat? Einfach der Höhepunkt der PlayStation 1. Ja, die guten alten Zeiten. Was uns auch noch besonders gut an Tekken 2 gefällt, ist die Progression. Das heißt, dass wir die Langzeitmotivation als Einzelspieler einfach viel besser finden als bei heutigen Titeln. Statt neue Charaktere über die Zeit hinweg zu kaufen, schaltet man hier noch eigene Charaktere richtig aufwendig frei. Das gibt einem einfach dieses wunderschöne Gefühl, was erreicht zu haben. Und ihr könnt bis zu 10 Charaktere freispielen. Was glaubt ihr, wie doof unsere Freunde geschaut haben, als wir ihnen plötzlich mit dem Endboss Devil so richtig einen auf die Rübe gehauen haben? Und können wir mal bitte kurz über diese eine Sequenz reden, in der Kazuya seinen eigenen Vater als Schutzschild benutzt, um den Angriff von Devil, der eine fucking Teufelsversion seiner selbst ist, zu entgehen, nur um ihm dann den finalen Schlag zu setzen? Sorry, aber das ist mit das Coolste, was Videospiele je hervorgebracht haben. Das hat Spaß gemacht. Aber ich sollte jetzt wohl echt zurück. Endlich wieder zurück in die Zukunft. So, angekommen im Jahr 2022. Ein Glück, denn so kann ich jetzt ganz bequem all diese Klassiker nachholen. Spiele kaufen? Da, wo wir hingehen, muss man keine Spiele mehr kaufen. Dafür haben wir ja PS Plus Premium. Bis zum nächsten Mal.